Neuen. Wir sind wieder auf Tour. Wir sind hier spontan zu einer Location und wollen uns hier mal umschauen, was uns hier alles so erwartet und nehmen euch einfach mal mit. Viel Spaß! Alter Fernseher von Samsung. Nichts mehr drin. Nein. So. Oder willst du? So Leute, so wie ihr seht, ne? Wie immer, Müll, Müll und nochmal Müll. Ja, da hinten wird eine Unterlage. Hm. Ja. Da hat die Dani was gefunden. Und dann schauen wir einfach mal. Ein Silvio von 2015. Hauptsache man lässt hier erstmal rumliegen. So, dann werde ich mal übergeben. Bitte schön. Merci. So. Und da ist noch ein Schränkchen. Ohne mit irgendwelche Unterlagen. Kalender, Oktober, ach, da steht hier, doch, 2012. Da unten, da liegt ein Kalender von 2012. So, der nächste Raum. Hier haben sie angefangen zu sanieren. Der Balken, der sieht eigentlich neu aus, wa? Ja, die Decke eigentlich auch. Aber wie gesagt, das wurde hier nie fertiggestellt, so wie es aussieht in diesem Raum. Nur verputzt. Die Decke und neuen Balken drin. Ja. Ja, irgendwie angefangen, aber nicht fertig gestellt. Hier haben sie schon angefangen zu mauern. Da hinten liegt noch Zement. Haufen Müll. Oben sind neue Balken auch. Also Dachstuhl wurde ja komplett neu gemacht, ne, so wie es aussieht. Ja, genau. Ja, haben sie Eingang dicht gemacht. Ach, man kommt ja trotzdem rein. Und da sieht man sehr eine schöne Wendeltreppe, die schon mal eingebaut wurde, aber noch nicht fertig ist. Aber hoch könnte man rein theoretisch trotzdem. Ja. Weil das ist erstmal nur ein paar Bretter auf die Schraube, so dass man hier hochgehen kann. Aber die ist fest und schon einbetoniert. Soll ich dann mal hoch? Immer in meinem Raum. Okay, dann passiert nichts. Ja, das sagst du. In deinem jugendlichen Leichtsinn. Hoch komme ich aber nicht wieder runter. Zu sehen ist hier oben aber nichts. Außer, dass sie den Dachstuhl hier neu gemacht haben, wie es aussieht. Das ist komplett neu gemacht hier. Das ist ein Anbau, wenn sie schon so sagen. Ja. Kannst du mal kurz nehmen? Ja. So, wie man sieht, oben die Rigipsplatten auch schon alle verspachtelt. Die Wände schön verputzt. Und wie gesagt, hier ist eine schöne Wendeltreppe drin. Ja. Und erstmal so vorbereitet, so dass man die betreten kann. Für oben für den Dachstuhl. Aber nichts für Leute mit Höhenangst. Ja. Dann sind wir hier durch. Hier geht's nicht weiter. Genau, das sieht aus, ob das hier mal ein Badezimmer werden sollte. Ja, ich will hier hinten lernen. Genau. Kasten. Richtig. Genau. Okay.
So, beim Rausgehen haben wir ja noch andere Badezimmer entdeckt. Badewannenschrank. Lampe hängt auch noch. Stuhl. Hier nur so ein anderer Raum, ist aber nichts mehr drin. Nehmen wir einfach mal die Tür. Jetzt befinden wir uns in so einem alten Haus. Die hört hier irgendwie dazu. Das ist aber schön, wenn du das nicht mehr. Trotzdem gucke ich mir das an. Alter Schwede, komm rein. Guckt euch das mal an, Leute. Das ist doch der absolute Wahnsinn, oder? Guckt euch das mal an. Mal der absolute Wahnsinn. So wird da heutzutage ja nicht mehr gebaut. Was ist drin? Taschentücher, Handtücher. Die unten. Stecken, ne? Wie es aussieht. Ja. Noch ein Schuh. Ein Blümchen. Hier liegen noch lauter Bücher rum. Das ist ja heftig. Alte Teller. Tee, aber nichts mehr drin. Aber das sieht doch Hammer aus. So, Milch ist ja noch drin. Haltbar bis 19. Okay. So, willkommen in der Küche. Ist ja krass. Kühlschrank, da ja noch was drin. Ist auch von 2020. Ist eigentlich noch ja nicht so lange hier. Haben wir hier noch? Ach, so eine Sitzbank hier, kenne ich auch noch. Meine Eltern mal hier. Schlafzimmer. Die Decke sieht auch noch tipptopp aus. Fantastisch. Tisch. Sessel. Ja, wie man sieht, von den Sachen her ist alles von älteren Leuten. Aber vielleicht hat sich doch hier irgendwer mal eingenistet. Ihr habt Pizza, das sind Pizzakartons hier. Das spricht schon eher dafür, wa? Obdachlose oder so? Kann sein. Bevor sie hier erschlagen wurden von dem ganzen Zeug.
Hier auch nochmal Schuhe. Kann man das erkennen? Da muss irgendwie so eine Art Vorhang oder sowas sein. Das siehst du von hier aus, weil das nach links da geht. Also da muss irgendwie auch noch ein Raum gewesen sein. Ja. Hier geht nicht weiter, nee. Das ist nämlich die Tür, die von Flur aus zu war, wo wir nicht reingekommen sind. Jetzt die Frage an den Baumeister. Diese Deckendinger hier, sind die von alleine runtergekommen oder wurden die runtergezogen? Die sind alleine runtergekommen, weil wegen Feuchtigkeit, so wie man es sieht. Ja, okay. Ja. Hier ist immer der Schrank. Guckt euch das doch mal an. Das ist so schön. Und heutzutage kriegst du irgendwelche Presspappe, legst ein Handtuch rein und dann ist es schon zu schwer und alle bricht in sich zusammen. Und wie man hier schon erkennen kann, hat sie hier gebrannt. So. Ja, verbrannte Pflanze. Das muss ja aber ordentlich gebrannt haben, wa? Guckt ihr doch mal an, alle Rahmen schwarz. Da drüben alles verkokelt. Hier ist noch ein Fernseher, ein alter Blaupunkt. Ja, bitte, Texas-Eintopf. Eine schöne Lampe noch. Die Fernbedienung. Ja, stimmt. Ich hab's ja auch nie gesehen. Da hinten steht noch ein Topf, altmöglicher. Da kann man noch alte Tapete erkennen. Wo liegt denn hier überhaupt alles hinten? Irgendwie frieren mir gerade tierisch meine Finger. Die auch? Ich hab meine Taschen. Also ich froh. So. Hier ist die nächste Küche. Steht auch noch alles Mögliche drin, wie man erkennen kann. Pellkartoffelsalat. Hier noch ein alter Herd, Ofen. Und da kann man wieder bis nach oben gucken. Noch ein Schrank. Ja, der gute alte Kakaodrink. Wer kennt ihn nicht? Hier ist eine kleine gemütliche Sitzecke. Naja, damals jetzt natürlich nicht mehr. Und da habe ich noch was entdeckt. Das hier.
Oh, wo ist die Rumpel? Ein Schmetterling. Da. Ja. Mal schnell wieder weg, bevor der nächste noch runterkommt. Nicker schlagen werde. Nur eine Couch. Da hinten eine Tastaturmaus. Schöner Schrank. Der steht wenigstens noch. Heutzutage diese Presspappe. Da ein Handtuch reingelegt, bricht gleich alle zusammen. Da seht ihr nochmal das mit dem Bogen. Das ist ja schön. Wow. Gefällt mir. Hier ist ein Bild. Ja, aber leider. So rum ist richtig. Nicht mehr wirklich zu erkennen. Na, das ist doch mal ein Fund gewesen. Also, sieht man nicht oft. Ich will mal an dir vorbeifilmen. Du rennst doch mal vor. So. Kommt man hier noch irgendwie hoch? Beziehungsweise würde man hochkommen? Ja, aber ich gehe da nicht hoch, weil ihr habt gesehen, wie die Decken aussehen und ja, hab keine Lust, fliegen zu lernen. Mit dem Schimmel kannst du rausnehmen, das ist alles brandlos. Ja, guck mal, alles verkugelt. Ja, das ist dann kein Schimmel, sondern alle Drohungen. Außer die Jacke. Ja, ja. Kann sich noch jeder mitnehmen. Hier steht Una. Peter, Roma, Oslo, Miami, Chicago, Sydney, Los Angeles. Yeah. Und wo ist er stehen geblieben? Kurz vor, nee, nach 11:30. Komm ich nur vor, na. 11:55. Na, nicht ganz. 11:45. So, Leutis. Wir haben euch jetzt hier alles soweit gezeigt. Ihr seid hoffentlich auch so begeistert wie wir gerade. Yeah. Weil mit so einem Fund haben wir absolut gar nicht gerechnet. Ganz ehrlich, das war jetzt so ein Zufallsfund vorbeigelaufen. Ach, lass uns mal da reingucken. Ja, sind ja auch reingekommen, wie man sieht. Also, ist schon der Wahnsinn. Ja, damit verabschieden wir uns. Wir hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, die Liptis on Tour. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.